Hallo und herzlich willkommen zum Literaturshorty bei Beusen und Mauke. Ich habe heute ein Buch mitgebracht, von dem ich mir gar nicht so ganz sicher bin, ob ich es wirklich empfehlen möchte oder ob ich es Ihnen und euch einfach nur mal vorstelle. Das Buch heißt Ich, Antoine und ist von einer französischen Autorin, Julie Estève. Erschienen ist es bei DTV. Es ist ihr zweiter Roman und auch der zweite ist ins Deutsche übersetzt worden. Das Ganze spielt auf Korsika, was mich auch dazu gebracht hat, dieses Buch in die Hand zu nehmen, weil es einer unserer Lieblingsurlaubsziele ist und es sehr wenig gute Sachen gibt über Korsika oder die auf Korsika spielen. Ich habe mich irgendwann gefragt, ob es überhaupt wichtig ist, wo es spielt, aber vielleicht ist diese verschrobene Inselbevölkerung tatsächlich prädestiniert, sich so zu verhalten. Antoine ist gleich zu Beginn dieses Buches schon verstorben. Wir beginnen mit seiner Beerdigung und das ist auch schon eine sehr bemerkenswerte Szene, zu der ich aber nicht zu viel verraten möchte. Im Nachgang erzählt uns Antoine sein Leben und er spricht uns auch nicht direkt an, sondern eigentlich erzählt er sein Leben diesem Plastikstuhl, wie es sie überall in Europa gibt und den er mit kaputter Sitzfläche neben dem Supermarkt aus dem Müll gesammelt hat. Diesen Plastikstuhl schleppt er jetzt immer mit sich rum und erzählt ihm seine Geschichte. Daran merken Sie dann auch schon, Antoine ist ein bisschen anders als die anderen. Antoine ist sehr anders als die anderen. Er ist der Dorfdepp von Anfang an. Antoine ist wirklich so ein armes Würstchen, das man schlecht behandeln kann, an dem man sich austoben darf, dem man verlachen und verspotten darf. Es gibt viele Szenen, in denen gibt es alle Körperflüssigkeiten, die wir uns vorstellen können. Man darf alles mit Antoine machen und da habe ich auch manchmal gedacht, oh nee, was soll's. Aber auf der anderen Seite passt es auch. Antoine ist auch oft roh und weiß sich nicht anders zu helfen, als laut zu werden und sich auch körperlich zur Wehr zu setzen. Antoine ist aber auch so zart und so sensibel und er ist so wach für seine Umgebung und er nimmt Zuwendung und Zuneigung so dankbar auf, dass es wirklich einem das Herz öffnet. Und ich ganz oft gedacht habe, ach Mensch, Antoine, ich möchte dich eigentlich mal in den Arm nehmen und ich glaube, dann geht es dir auch viel, viel besser. Antoine ist zum Hauptteil dieser Geschichte schon ein erwachsener Mann von 30 bis Mitte 30 und ist ein bisschen verliebt in die 13-jährige Florence, die mit 13 schon ein Mädchen ist, das allen den Kopf verdreht. Und mit 16 weiß sie genau, wie man es macht. Lässt sich auch mit einigen im Dorf ein und wird eines Tages tot im Wald aufgefunden. Übel zugerichtet und für alle ist klar und vor allem für Florence' Mutter, das war Antoine. Antoine wird kein Wort dazu sagen, 15 Jahre im Gefängnis sitzen, wieder rauskommen, wieder genauso in die Dorfgemeinschaft aufgenommen werden oder eben nicht aufgenommen werden, wie es immer war. Aber wir erfahren dank dieses wunderbaren Plastikstuhls, was wirklich passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Und wenn ich jetzt so davon erzähle, glaube ich, dass ich es Ihnen doch empfehlen möchte. Lesen Sie das einfach mal und vielleicht mögen Sie dann mal Rückmeldung geben, wie es Ihnen gefallen hat. Ich freue mich darauf und sage für heute Tschüss.